Hallo, heute geht es um das Thema 10x-Entwickler. In dem Konzept von Joel Spolsky oder von auch vielen anderen Softwareunternehmern, die sprechen oftmals vom 10x-Entwickler oder 10x-Entwickler, der einfach 10-mal besser ist als andere Entwickler. Und in diesem Video versuchen wir einfach mal uns anzuschauen, ob es diese Entwickler tatsächlich gibt oder wie man an solche Entwickler kommen kann. Also wenn man mit Arbeitskollegen oder Studienkollegen oder mit Leuten aus der Ausbildung zusammengearbeitet hat, dann sieht man oftmals, okay, es gibt tatsächlich Kollegen, die 10-mal so viel erreichen wie die anderen. Also bei mir zum Beispiel war das so, ich habe mal in einem Vertrieb gearbeitet und es gab tatsächlich den einen oder anderen, der 10-mal mehr oder sogar vielleicht 100-fach mehr Umsatz gemacht hat als der durchschnittliche Mitarbeiter im Vertrieb. Und dann stellt sich halt auch die Frage, warum sind jetzt manche Leute viel besser als die anderen? Und dieser Joel Spolsky, was der gemacht hat, hat sich halt auch angeschaut, okay, gibt es denn tatsächlich solche 10x-Entwickler oder ist es nur so ein Hörensagen? Und was man dazu noch sagen muss, ist, dass dieser Joel Spolsky ein Unternehmen gegründet hat und einen Blogbeitrag geschrieben hat. Der Blogbeitrag ist aus dem Jahr, glaube ich, 2005. Und danach hat er halt eine Firma gegründet und eine Firma ist zum Beispiel Trello. Trello ist sehr bekannt, damit ist ein Projektmanagement-Tool. Und das andere, was er gegründet hat später, ist Stack Overflow. Das wird auch sehr viel von Programmierern genutzt. Und das bedeutet also, seine Theorie muss eigentlich stimmen, weil er hat eigentlich sehr viele Softwareprogramme und Gründungen gemacht im IT-Bereich, die sehr erfolgreich geworden sind. Und seine Theorie ist halt, wenn man die besten Entwickler hat, dann bekommt man die beste Software und dann macht man auch den besten Profit. Und eine Sache, die er sich angeschaut hat, ist zum Beispiel, es gab eine Studie von einem Professor, ich kenne nicht mehr den genauen Namen von dem Professor oder von der Universität, aber es ist eine sehr, sehr bekannte. Und dieser Professor hat immer den gleichen Test gemacht mit den Studenten. Und das war eine Testaufgabe, die halt auch fürs Studium relevant war. Und die ging, glaube ich, über 1-2 Wochen. Und er hat halt immer gefragt danach, okay, wie lange habt ihr dafür gebraucht, wie gut wart ihr, und dann hat er halt Tests laufen lassen mit dem Testprogramm und daraus sind halt Resultate entstanden und auch aus diesem Test, den der Professor gemacht hat, wie sich das dann Joel Spolsky angeschaut hat, hat er halt auch herausgefunden, dass die guten Entwickler oder die Studenten, die halt gut in dem Test abgeschnitten haben, 10-mal so gut waren wie der Durchschnitt. Oder zumindest 10-mal so gut wie die schlechtesten Studenten. Eine weitere Theorie, die Joel Spolsky aufstellt mit dem 10x-Developer, ist, dass wenn man sehr gute Software entwickeln möchte, dann braucht man immer gute Entwickler. Er vergleicht es zum Beispiel, soweit ich mich noch dran erinnern kann, mit Picasso. Also Picasso kann einen super tolles Gemälde machen oder malen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel versuchen würde, 10 durchschnittliche Maler zu nehmen und dann versuchen, ein Picasso-Gemälde zu machen, das würde ja gar nicht gehen. Oder wenn man einen Mozart hat, der super tolle Komponien macht, oder wie nennt sich das wieder? Ich glaube, das nennt sich, nennen wir es der Einfachheit halber einfach mal Lieder. Und andere würden auch 10 oder 20 oder 100 normale Liedermacher oder Musiker würden es nicht schaffen, das Niveau von Mozart zu erreichen. Das ist halt das, was er damit sagt. Diese Hitting the High Notes, also dass man wirklich jemanden bekommt, der wirklich gut ist, der kann dann auch super tolle Software schreiben. Und es gibt auch ein anderes Buch, das nennt sich The Mythical Man-Months. Da sagt man auch immer, dass es nicht viel bringt, wenn man immer mehr Entwickler zu einem Projekt dazu nimmt, weil die Kommunikation nimmt meistens auch zu und die Projekte dauern halt noch länger, als wenn es zum Beispiel nur eine Person machen würde. Deswegen sieht man auch viele Gründer, die alleine viel mehr schaffen als mehrere Mitarbeiter, weil die sich halt nicht mit anderen Leuten abstimmen müssen. Aber trotzdem ist es halt immer gut, Mitarbeiter zu haben, weil wenn man weit gehen möchte, braucht man halt schon mehrere Leute. Aber es muss halt nicht immer ein Vorteil sein, mehr Leute in ein Team mit reinzunehmen. Und die andere Sache ist auch eine Kostenfrage immer, wenn man Entwickler nimmt,
die sehr gut sind, die kennen meistens ihren eigenen Preis und die haben dann relativ viel höhere Gehälter als die durchschnittlichen. Und daher lehnen viele auch ab, solche Entwickler sofort einzustellen, weil sie halt nicht wissen, ob die auch das bringen, was sie versprechen. Aber das ist halt die andere Sache. Die kosten halt auch mehr, deswegen entscheiden sich halt viele auch immer, sagen wir mal, ein paar gute Entwickler zu nehmen und die meisten halt ziemlich, sagen wir mal, eher durchschnittliche Entwickler. Es gibt auch andere Ansätze, die bestimmte Unternehmer sagen, zum Beispiel Rand Findfishkin von Moos, das ist auch eine bekannte Software, der sagt halt, er hätte lieber 10 durchschnittliche Entwickler als halt 10 sehr gute, weil die 10 sehr guten haben meistens auch ein sehr, sehr großes Ego und es ist sehr schwer, solche Mitarbeiter zu managen. Daher, es gibt halt sehr viele unterschiedliche Ansätze, wie man sich das Ganze betrachten kann. Manche möchten halt nur solche Leute haben, manche Leute möchten ein einfaches Management haben und halt ein ganz normaler Entwickler haben. Und es gibt ja genug Geschäftsmodelle, die darauf basieren. Die meisten Internetagenturen, die meisten Beratungsunternehmen oder auch, sagen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, McDonald's, die setzen halt auf ein System, wo man so viele Mitarbeiter nehmen kann, wie man möchte. Und die kann man halt ausbilden an einem bestimmten System und die können das halt immer machen. Und wenn jetzt mal ein Mitarbeiter wegfällt, kann man wieder einen neuen einstellen. Also man hat eher ein System und man verlässt sich weniger auf diese super tollen Programmierer, die, wenn die mal weg sind, vielleicht auch schwer ersetzen zu sind. Ein weiteres Thema ist, wie findet man solche Leute? Und Joel Spolsky nennt 3 Wege. Also das eine sind Praktika. Also man nimmt Leute, die von der Uni kommen und lässt sie zum Beispiel 6 Monate im Unternehmen arbeiten. Man gibt denen gute Konditionen, auch ein bisschen gutes Geld. Und dann in diesen 6 Monaten findet man ja heraus, ob der Entwickler gut ist oder nicht. Der zweite Weg ist, eine Community aufzubauen. Also zum Beispiel, was er sagt, zum Beispiel, man könnte einen Blog haben, wo sich Entwickler halt belesen und wieder neue Sachen erfahren oder ein Forum. Oder man könnte auch ein Offline-Meetup machen. Es gibt ja dieses Meetup.com. Da könnte man ja auch Leute einladen und sozusagen Community erstellen. Aber wie schon gesagt, das ist ein bisschen aufwendig und deswegen macht das halt auch nicht jeder. Und der dritte Weg, den er empfiehlt, ist halt über Empfehlungen. Zum Beispiel ein Mitarbeiter arbeitet schon im Unternehmen und der ist zum Beispiel ein guter Entwickler. Und dann kann man ja davon ausgehen, dass der Entwickler jemanden empfiehlt, der auch relativ gut in seinem Thema ist. Und dann steigert sich halt die Wahrscheinlichkeit, dass man einen guten Entwickler findet. Aber wie schon gesagt, kommt halt immer drauf an. Also wenn man ein Empfehlungsprogramm hat und sehr viel Geld anbietet, das ist auch etwas, was Joel Spolsky sagt, dann wird es vielleicht auch eher zum Wettbewerb, wo man versucht, einfach so viele Leute wie möglich ins Unternehmen zu holen, einfach um mehr Provisionen oder Bonus zu erhalten. Daher muss man halt ein bisschen aufpassen bei diesen Empfehlungssystemen. Also dieses Konzept von einem 10x-Entwickler ist sehr spannend. Man sollte sich definitiv mal den Blog von Joel Spolsky durchlesen. Ich verlinke das auch mal hier, im Video, dass man sich das Ganze mal anschauen kann. Und auf dem Blog sind auch sehr viele interessante Konzepte zum Management, wie man Teams managen, Entwicklerteams managen kann. Und es ist auch auf eine relativ einfachen Weise erklärt, wie zum Beispiel, dass ein Manager zum Beispiel nur dafür da sein soll, also Probleme zu lösen und weniger dafür, dass er halt irgendwie Anweisungen gibt. Weil der Entwickler zum Beispiel ist ja direkt dran an dem Softwareprogramm, der kann die Softwareprogrammentscheidungen treffen und der Manager könnte sich zum Beispiel dafür einsetzen, dass zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel die Klimaanlage nicht funktioniert, dass der Manager dann dafür sorgt, dass das in Ordnung gebracht wird oder wenn es zu laut im Büro ist, dass man versucht, die Geräuschquellen zu verringern. Also der Blog ist sehr interessant, man sollte es mal durchlesen. Und wie schon gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr eure Ideen zum 10x-Entwickler mal in die Kommentare schreibt. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Habt ihr Arbeitskollegen, die vielleicht 10-mal besser sind als andere Kollegen? Oder habt ihr mal gesehen, dass ein paar Entwickler sehr gut sind? Oder ob auch, sagen wir mal, alle durchschnittliche Entwickler sind? Das hat sich auch gelohnt. Also ich freue mich auf eure Kommentare und ich freue mich auch auf ein Abonnement, wenn ihr diesen Kanal weiterschauen möchtet. Vielen Dank und bis dann.